Listen and enjoy the deep red radio pod. Erst kürzlich durftet ihr meine dezente und cineastisch berechtigte Kritik erleben, wie es sein kann, dass ein mittelmäßig, und das ist schon sehr geprahlt, programmierter CGI-Optik-Trash wie Avengers Infinity War für einen Academy Award für die besten visuellen Effekte nominiert werden konnte. Heute kommen wir zur Review zum Gewinner dieser Kategorie diesen Jahres beim selben Wettbewerb, First Man. Und hier könnte man beinahe versöhnliche Worte finden, denn die Entscheidung für First Man erklärt, was visuelle Effekte eigentlich bedeuten. Es geht eben nicht um möglichst viel CGI, sondern eine gescheite Gestaltung unter Einbezug von realen und digitalen Hilfsmitteln, um eine glaubwürdige Kulisse zu erzeugen. Authentizität. Avengers Nummer 1 hatte sie. Bevor ich genauer darauf eingehe, warum der Preis für First Man berechtigt ist, möchte ich den Inhalt abreißen, der eigentlich keine Vertiefung bedarf. Es geht um den ersten Menschen auf dem Mond. Das war 1969 Neil Armstrong. Er gehört zweifelsfrei zu den bekanntesten Raumfahrern bis jetzt. Einen größeren Erfolg als seinen und den seiner Mitreisenden Buzz Aldrin sowie Mike Collins, der im Auto um den Park reisen musste, um seine Kameraden dann vom Spielplatz wieder abholen zu dürfen. Die USA konnten nach langen Bemühungen den bislang triumphierenden Russen den längeren zeigen und keine Errungenschaft um die Eroberung des Alls war je wieder in westlich geprägten Gesellschaften mehr Gespräch im kollektiven Gedächtnis. Insider ausgeschlossen. Oder wer waren die Mercury 7? Oder wie hießen die Kosmonauten in der Voyager 2? Im Film gibt es da, Gott sei Dank, welchen auch immer, ein eigenes kleines Subgenre. Und bei uns findet ihr auf der Website auch eine Review zu dem sehenswerten russischen Film Spacewalker von Cape Light, der sich mit Beljajew und Leonov beschäftigt. Das waren die Jungs in der Voyager 2. Und Leonov war auch der erste Mensch, nämlich der, der zuallererst überhaupt im Weltall schwebte. In dieser Review nehme ich auch Bezug auf einen, sagen wir, meiner Top 1000 Filme, der Stoff, aus dem die Helden sind, den ich hier auch als Vergleich hinzuziehen werde, der das Wirken der Mercury 7 erzählt, also jene Männer, die die Programme Gemini und Apollo erst möglich machten. Neben der Arbeit und der Entwicklung der Apollo-Missionen und deren Durchführung steht der Privatmensch Armstrong mit seiner Familie stark im Fokus von Regisseur Damien Chazelle und Drehbuchautor Josh Singer, der zuvor Spotlight und Spielbergs Die Verlegerin schrieb. Spielberg fungiert in First Man übrigens auch als Executive Producer. Chazelle legte mal eine Pause ein und szenierte nicht aggressiv oder bunt, wie zuletzt in Whiplash oder La La Land. First Man ist bedächtig und konzentriert, wirkt fast wie ein Fachaufsatz der Emotionen zu, aber denen nicht die Kontrolle übernehmen lässt. Die Ungewissheit der bevorstehenden Taten und die erforderlichen starken Nerven der Astronauten werden hinreichend dargestellt. Nüchtern und sanft und tatsächlich dachte ich die ganze Zeit, der Film könnte auch von Clint Eastwood sein. Denn sein jüngerer Stil ist sehr ähnlich und so ist es wenig verwunderlich, dass Eastwood tatsächlich mit dem Projekt bereits in Kontakt war, aber nicht einstieg. Und genau hier sind wir auch wieder bei The Right Stuff, der Stoff, aus dem die Helden sind, der im gleichen Tempo erzählt und gefühlstechnisch sehr verwandt wirkt. Man könnte meinen, First Man ist eine Fortsetzung. Ich komme nochmal auf die Special Effects zurück. Ja, wenn der Academy Award noch eine Aussagekraft hätte für mich, so wäre die Vergabe des Oscars an das Effektteam von First Man berechtigt. Hier ist nichts aufgeblasen und die Effekte sind keine Attraktionen, sondern Beiwerk, das sich schlicht und glaubhaft fast unbemerkt einbringt. Praktische und Computereffekte gehen Hand in Hand spazieren. So soll es sein, so darf es prämiert werden. Prinzipiell habe ich nichts gegen überschweifende CGI-Manöver in Science Fiction, Fantasy oder eben den Comic-Verfilmungen, aber auch nur, wenn sie gut gemacht sind. Da es bei First Man aber um eine wahre Geschichte geht, sollten auch die Effekte so natürlich als möglich sein und das ist hier gelungen. Heroisch wird First Man nur selten, was vor allem auch an der eher reduzierten Musik von Justin Hurwitz liegt, die nur einmal richtig aufbegehrt und dann mit voller Kraft und Schönheit bei der Landung auf dem Trabanten. Dieser ist der einprägsamste Moment und gibt dem langen Aufbau ein großartiges Finale.
Noch zum Schluss, wen es interessiert, die Hauptrolle spielt Ryan Gosling und der deutsche Verleihtitel lautet Aufbruch zum Mond. Jetzt auf dem Heimkinomarkt von Universal Pictures.